Ja, also ich bin Maria Wilke und ja, werde heute den ersten Workshop mit Ihnen leiten. Mein Thema ist interaktive Methoden online umsetzen. Ich arbeite ja sehr eng zusammen mit dem Goethe-Institut, was mich auch für den Deutschlehrertag eingeladen hat. Auch nochmal hier vielen Dank von meiner Seite für diese Möglichkeit. Und ja, wir steigen eigentlich schon direkt ein. Vielleicht kann ich noch erwähnen, ich arbeite als Online-Autorin und Tutorin für die Zentrale des Goethe-Instituts und ja, beschäftige mich sehr viel mit Online-Arbeiten, Aktivitäten möglichst sinnvoll umsetzen. Und für diesen Workshop habe ich mir Methoden herausgesucht, die möglichst leicht umzusetzen sind, auch in den unterschiedlichen Formaten. Also es kann ja sein, dass Sie mit Zoom arbeiten, es kann sein, dass Sie vielleicht nur mit Skype arbeiten, mit Adobe Connect, kein Konferenztool oder ähnliches. Dann hoffe ich dennoch, dass immer etwas für Sie dabei ist, was Sie mitnehmen können. Das Handout steht Ihnen dann auch noch zur Verfügung. Ja, gleich das Erste. Ich habe hier einmal meinen Avatar erstellt. Das ist auch etwas, was man für den Unterricht gut benutzen kann. Ich habe mal diese Seite mitgebracht, denn die ist kostenlos, jedenfalls die Basisvariante. Das war auch für mich ein Aspekt, auf den ich geachtet habe, dass alles möglichst kostenlos ist, wenn es sogar geht, man sich auch nicht registrieren muss. Warum lohnt es sich, mit Avataren zu arbeiten, wenn Sie sehr junge Lerner, nicht sehr junge, aber so jugendliche Lerner haben, die finden es nicht so toll, die Kamera anzumachen? Und dann könnte man also auch mit Avataren arbeiten und das auch thematisch zur Sitzung erstellen lassen. Andere Ideen ist es auch, dass man sagt, okay, die eine Sitzung ist, sprechen wir nur formell, also mit Sie. Dann erstellen Sie bitte einen Avatar für diesen Kontext, ja, vielleicht für den Beruf. Oder Sie machen eine neue Sitzung und das ist dann du, ganz informell. Wie sehen Sie dann aus? Schlafanzug gibt es hier nicht in der Option, aber man kann sich natürlich legerer kleiden in diesen Avatar-Möglichkeiten. Also immer eine nette Variante. Man kann auch die Familie, den Familienbaum machen und darüber sprechen im Unterricht. So vermeidet man, dass man echte Fotos braucht, sofern das die Lerner nämlich nicht wollen. Gut, dann steigen wir einmal ein. Ich stelle Ihnen heute Methoden vor zu WhatsApp, Schreiben, Lesen, Sprechen und Hören. Wie gesagt, das ist der erste Teil. Morgen geht es dann weiter mit dem zweiten Teil, wo ich auch jeweils zu diesen Fertigkeiten wieder Methoden vorstellen werde. Beginnen wir mal einmal mit dem Wortschatz. Wortschatz ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es geht ja nicht nur darum, die Vokabel zu lernen, sondern Wortschatz brauche ich natürlich als Grundlage, um Texte zu verstehen, um Hörtexte zu verstehen, um Texte zu produzieren, sei es schriftlich oder mündlich. Demzufolge muss ich mir als Lehrkraft möglichst viele Methoden aneignen, wie ich Wortschatz trainieren kann. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass ein Lerner das Wort 17 Mal wiederholen muss, bis er das gelernt hat. Also braucht man doch viele Methoden. Die erste kennen Sie sicherlich, hoffe ich, aus dem Präsenzunterricht, Fliegenklatsche. Wie funktioniert das? Sie brauchen ein Whiteboard, also ein digitales Whiteboard. Und auf diesem Whiteboard werden die neuen Vokabeln notiert. Besonders ideal finde ich es, wenn es ein Mix ist zwischen Deutsch und der Muttersprache. Denn die Idee ist, dass zwei Lerner zusammen spielen
und Sie hören immer das Wort auf der anderen Sprache. Wir machen gleich ein Beispiel, dann wird es klarer. Aber steht zum Beispiel auf der Tafel Baum und wir nehmen jetzt mal Englisch als zweite Sprache, dann müsste die Gruppe sagen Tree und die Person müsste Baum einkreisen mit dem Stift. Ja? Wie gesagt, das Whiteboard ist, das Tool ist ein Whiteboard. Und haben Sie kein spezielles Konferenztool, dann haben Sie die Möglichkeit, ein externes Whiteboard zu benutzen. Das wäre Draw.chat. Ja, das ist ein wunderbares Whiteboard. Da können Sie schreiben, da können Bilder eingefügt werden. Da gibt es also ganz viele Optionen. Das können Sie sich einmal in Ruhe anschauen. Jetzt habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Ja, Sie sehen hier Vokabeln zum Thema Tagesablauf auf Deutsch und auf Englisch. Katja, könntest du mir vielleicht ein Wort sagen auf der jeweils anderen Sprache? Working. Working. Okay. Ich habe es als erstes von beiden sozusagen angekreist. Mhm. Ja? Und der Punkt geht somit an mich. Ja? So. Das ist die Idee von Fliegenklatsche. Macht sehr viel Spaß und dann gehen wir in die nächste Option. Das ist Lippenlesen. Das ist wunderbar. Sie brauchen nämlich gar nicht jetzt unbedingt das Mikrofon. Sie schreiben einfach die Antwort dann bitte in den Chat. Und zwar, wie funktioniert die Methode? Normalerweise ist es ja so, ja, man hat ein Lehrwerk, ja, wie zum Beispiel Menschen, und die Teilnehmer müssten das Vokabular für eine Lektion lernen. Und um das etwas spielerisch mal zu wiederholen, könnte man jetzt das Vokabular sagen, aber ohne die Stimme zu benutzen. Und die Teilnehmer, die anderen Lerner müssen dann raten, wie oder was es, um was für ein Wort es geht. Ja, wir probieren das jetzt einfach mal auf. Bitte öffnen Sie den Chat. Das Thema der Lektion sind Verkehrsmittel. Ja, also es geht jetzt um Vokabeln zu Verkehrsmitteln. Und ich sage jetzt ein Wort ohne Stimme. Und Sie schreiben im Chat, was es ist. Das erste Verkehrsmittel ist, ich wiederhole, hat jemand schon eine Idee? Okay, gut. Dann das zweite Verkehrsmittel. Nee, ist ein bisschen länger. Genau, sehr Ortis. Flugzeug ist die richtige Antwort. Sehr schön. Ja? Ich sage die anderen Wörter ohne Artikel, dann ist es ein bisschen leichter. Das zweite Wort ist. Das ging leicht. Und das dritte Wort, dann nehme ich mal, das war schwierig. Oh, wow, und die Bühnen. Ja, war nicht schwer. Okay, ich sehe. Sehr schön. Ja, also das ist eine Option, um auch das die Vokabeln mal kurz zu wiederholen, gern als Einstiegsaktivität und ja, also wir hatten jetzt Fliegenklatsche, Lippenlesen. Als nächstes kommt Tabu. Tabu kennen Sie vielleicht auch, das kann man auch online wunderbar umsetzen.
Ich gebe einem Teilnehmer ein Wort, das dieser Teilnehmer beschreiben muss. Es gibt eine Minute Zeit und die Person darf das Wort aber nicht direkt sagen, auch kein Komposita. Ja? Also wenn das Wort ist der Arbeitstisch, dann kann die Person nicht sagen Arbeit oder Tisch. Ja? Die Person muss das Objekt umschreiben. Okay, gut. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, geht das jetzt mit den Mikrofonen oder? Ja, jetzt müsste es funktionieren, dass ja. Jeder sich alleine stumm schalten oder widersprechen. Okay, super, herzlichen Dank. Ich bräuchte wieder einen Freiwilligen. Bei mir steht hier noch Sarah Matre mit Hand. Sarah, möchten Sie vielleicht ein Beispiel machen? Vielleicht nicht. Ich kann vielleicht einfach den Namen im Chat schreiben. Weil wir sehen jetzt nicht die Hände. So. Angelo macht. Oh, das ist super. Ich bin für alles da. Sag mir, was wunderbar. Ich habe. Ich danke. Gut, Angelo, ich schreibe Ihnen jetzt im Chat einen Begriff. Und den müssen Sie bitte einmal beschreiben und die anderen schreiben die Antwort dann im Chat. Okay. Sie können beginnen. Ach so, ja, sorry, jetzt habe ich es gesehen. Okay, man sitzt drauf, es hat vier Beine und eine Lehne. Okay, das war schon schnell. Super, ja, das ging schnell. Und die Teilnehmer hören auch noch zu, es kommen viele Antworten rein. Wunderbar. Ja, das war es schon als Beispiel. Ich denke, die Idee ist klar geworden. Ja? Sie kennen die Methode auch vielleicht aus dem Präsenzunterricht, aber Sie sehen, das geht auch ohne Probleme im Online-Unterricht. Mit einer Person oder in Gruppen. Ja? Also das ist kein Problem. Okay. Dann gibt es die Möglichkeit, Bingos zu erstellen. Normalerweise ist Bingo mit Zahlen. Wenn man die Zahlen lernt, ist das auch eine gute Option. Aber ich kann natürlich auch Wörter benutzen. Ja, ich habe hier mal ein Beispiel gemacht. Ich habe ein Bingo erstellt zum Thema Obst. Und ich habe sogar eine Stufe, ein Niveau schwieriger gemacht. Ich habe nicht die Wörter geschrieben wie Apfel, Kaktusfeige, Banane, Orange, Kiwi, Kaki, Mandarine und Ananas, sondern ich habe nur die Bilder genommen. Ja? Mit welchem Tool habe ich das gemacht? Das habe ich mit Adobe Spark gemacht. Das ist allerdings ein Tool, wo Sie sich anmelden müssen. Aber es bietet unglaublich viele interessante Möglichkeiten. Also man kann auch Flyer erstellen, Kurzfilme. Das geht sehr, sehr einfach. Das ist also eigentlich ein sehr, sehr schönes Tool. Man muss aber beachten, dass man das nicht auf dem Tablet oder auf dem Smartphone machen kann. Ja? Also, sondern wirklich nur am Computer. Und dieses Bingo, das habe ich in 3 Minuten erstellt. Die Bilder bietet mir auch direkt Adobe Spark, also ich habe kein Problem mit Urheberrechten. Ja, und ich würde dann Bingo spielen und dann die Wörter sagen und die Teilnehmer müssen dann ankreuzen, was sie gehört haben. Und wenn sie alle Bilder markiert haben, dann können sie schreien Bingo und haben gewonnen. Das ist als Option. Hier habe ich auch nochmal den QR-Code, falls Sie sich das kurz anschauen wollen. Aber wie gesagt, alles finden Sie dann auch auf dem Handout. Sie können also auch jetzt einfach nur entspannen und mitmachen und zuhören. So, das zweite ist Artikel, Gymnastik. Sie kennen das, Sie wissen das, Bewegung ist wichtig.
Wortschatz mit Bewegung zu lernen ist ideal. Deswegen können Sie sich auch hier verschiedene Optionen aussuchen. Ich habe zum Beispiel für Maskulin, der habe ich gesagt, Kopf drehen, ja, schön den Kopf drehen. Feminin, Schulter drehen, ja. Man sitzt ja viel zu viel, das dann Schulter zucken. Und Plural die Hände ausschütteln. Ja, Sie sitzen ja auch schon ein bisschen am Computer. Vielleicht dürfte ich Sie jetzt kurz bitten, aktivieren Sie bitte Ihr Video. Ja? Aktivieren Sie mal ganz kurz Ihr Video, damit ich Sie sehen kann. Und ich sage wieder ein paar Vokabeln und ich möchte Sie kurz bitten, sich ein bisschen zu bewegen. Wie gesagt, maskulin ist Kopf drehen, die Schultern drehen, feminin, Neutrum, Schulter zucken und Plural Hände schütteln. Ja? Ganz einfach wieder Lektion 5 aus Menschen A1. Es geht also um ein paar Objekte, zum Beispiel Tasche. Welchen Artikel hat Tasche? Mhm. Ja, ich sehe hier schon schöne Bewegungen. Okay, nächstes Objekt wäre Fotoapparat. Okay. Dann Feuerzeug. Genau, ja, das Feuerzeug. Und als letztes sage ich mal Flaschen. Ja, genau. Ja, wunderbar. Im Präsenzunterricht lasse ich meine Teilnehmer tatsächlich viel mehr tanzen. Dann müssen sie drehen und mit der Hüfte wackeln und so. Das können sie natürlich auch machen in ihrem Kurs vor der Kamera, wenn das ihre Teilnehmer mitmachen. Ich wollte sie jetzt nicht gleich zu viel Bewegung überreden. Aber vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Gut. So, das war es jetzt zum Thema Wortschatz. Und kommen wir jetzt zur Fertigkeit Schreiben. Schreiben ist eigentlich tatsächlich ganz ideal für Online-Unterricht. In dem Sinne, dass mir das Internet ganz viele Optionen bietet, den Text auch in das entsprechende Format und Layout auch gleich umzusetzen. Ja, also wenn die Teilnehmer einen Forenbeitrag schreiben sollen, dann können sie auch einen echten Forenbeitrag schreiben oder sie können einen Blog erstellen, im Chat schreiben lassen, einen Flyer erstellen, SMS, E-Mail. Das sind alles Optionen, die ich tatsächlich richtig in diesem Format machen kann. Ich möchte Ihnen nur mal ganz kurz einen Blog zeigen, das ist jetzt gerade mein neuer Favorit. Das finde ich sehr, sehr spannend, denn der ist so einfach zu erstellen und man braucht nicht viel. Jetzt muss ich nur kurz an meine Leiste kommen. Ganz anders. So, okay, und zwar gehen wir dort zu Telegraph. Ja? Also die Internetseite heißt telegraph.ph und ich kann hier super schnell etwas erstellen. Ja? Ich sage mal DLT Manila, ja, von Maria Ilke und dann kommt der Text. Ja? Und ich kann dann auch noch Bilder einfügen und das dann entsprechend veröffentlichen. Ja, das sieht jetzt natürlich gerade ohne Bild nicht so toll aus, aber es ist jetzt sozusagen veröffentlicht. Ich könnte den Link meiner Lehrkraft schicken zum Beispiel oder einem anderen Teilnehmer und sie können sich das dann durchlesen. Ja, also etwas, was ganz schnell und sofort auch im Unterricht umsetzbar ist. Okay, gut, dann muss ich kurz, jetzt ist,
Jetzt stoppe ich das wieder. Guck kurz in den Chat. Okay. Gut, dann gehen wir weiter in die nächste Aktivität. Okay, zum gemeinschaftlichen Schreiben haben Sie auch die Option, auf einem Etherpad zu schreiben. Da können bis zu 20 Personen teilweise schreiben an einem Dokument. Dazu gibt es zwei kostenlose Seiten, einmal Zoompad und Edupad. Und ja, super schnell angelegt und die Teilnehmer können also virtuell zusammen auf einem Text schreiben. Und man kann es dann auch exportieren und zum Beispiel der Lehrkraft schicken oder den Link schicken. Es gibt viele Optionen. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann Texte rekonstruieren ist eine nächste Option. Das funktioniert gut in A1 und A2, wo die Texte sehr kurz sind. Es sind oft Texte über Personen, was sie machen, was sie arbeiten oder wann sie aufstehen, der Tagesablauf. Ne? Sie kennen die Themen. Ja? Die Methode funktioniert in Partnerarbeit. Und ja, wenn Sie zum Beispiel in Zoom arbeiten, gehen die Teilnehmer in Partnerarbeit in einen Gruppenraum und sie bekommen jeweils einen anderen Text. Dann lesen Sie Ihren Text, den Sie bekommen haben, und notieren 5 wichtige Begriffe aus dem Text. Ja? Und wenn Sie die 5 Begriffe notiert haben, geben Sie dieser Person, dem Partner B, diese 5 Begriffe. Und Partner B muss dann mit diesen 5 Wörtern wieder einen neuen Text schreiben. Ja? Und am Ende können Sie den Originaltext lesen und den neu geschriebenen Text. Ja? Das ist sehr ideal. Wie gesagt, Sie können entweder die Teilnehmer auf dem Papier schreiben lassen oder einfach auf dem Zoompad oder auf dem Etherpad. Das sind Optionen. Ja? Für kleine, für sehr junge Lerner ist dann auch nochmal die Option, dass sie den Text, den sie geschrieben haben, auch nochmal als Bild malen. Ja? Dazu gibt es das kostenlose Tool AutoDraw. Und auch hier, das möchte ich Ihnen auch einmal ganz kurz zeigen, wie AutoDraw funktioniert. Ausblenden. So, AutoDraw, ganz einfach, Start Drawing. Und da gibt es einen Zauberstift. Und ich werde jetzt etwas zeichnen. Und der Computer denkt nämlich hier mit. Ja, ich würde meine Teilnehmer sagen lassen, wenn sie wissen, was es ist, dann schreiben sie im Chat. Natürlich jetzt gerade nicht so schön, ja, aber. Schon eine Antwort, Maus, Elefant. Elefant, ja, ich mache das gerade mit der Maus, man kann das auch anders machen. Und dann habe ich hier oben, ja, der Computer denkt mit und richtig, ja, meine Antwort war tatsächlich der Elefant. Ja, das sind also Optionen. Und wie gesagt, Sie müssen sich hier nicht anmelden, Sie können das sofort benutzen. Ja? Oder auch richtig erraten, wunderbar. Okay, gut. Also, das ist eine Option, die sicherlich viel Spaß macht und wo die Teilnehmer, wenn Teilnehmer ja, erstens erst 5 wichtige Begriffe aus dem Text analysieren müssen und notieren müssen und dann einen neuen Text schreiben müssen, dann arbeiten Sie sehr intensiv mit Vokabular und Strukturen und ja, da sollten Sie ruhig den Teilnehmern Zeit geben, denn das ist wirklich eine sehr konstruktive Lernphase. Okay, kommen wir zur Methode Lesen. Das ja, möchte ich einmal mit Ihnen auch machen. Ich werde Sie jetzt nicht in Gruppen schicken, dafür sind wir einfach zu viele. Aber es gibt eine ganz tolle Option von der Deutschen Welle. Ja, die heißt, da kann man Arbeitsblätter erstellen und über lingofox.dw.com.
Und ich kann dort einen Text einstellen und die Ordnung wird verändert. Ja? Und dann kriegen die Teilnehmer einen Text, wo die Sätze nicht in der richtigen Reihenfolge sind und sie müssen den Text wieder richtig ordnen. Ja? Ich schicke Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe etwas mitgebracht, ja, damit Sie das jetzt mal anschauen können. Einen Moment. Ich muss es in den Chat stellen. So, Material und Text sortieren, Beispiel. Genau, ja, Sie haben jetzt das Dokument im Chat. Sie können das einmal öffnen und dort sehen Sie, wie das aussieht, das Arbeitsblatt, was mir die Deutsche Welle so schön erstellt. Und es ist ein Text über Angela Merkel und die, ja, Sie müssen dann die Sätze in die richtige Reihenfolge bringen. Ja? Ich gebe Ihnen natürlich jetzt auch nochmal das komplette Arbeitsblatt mit der Lösung. Dann können Sie das gerne selber mal zu Hause ausprobieren oder halt auch schon in den Unterricht mitnehmen. Das ist natürlich kein Problem. Okay, so viel zu Schütteltexten. Die Seite lohnt sich auch wirklich, da mal vorbeizuschauen. Sie können auch Lückentexte erstellen. Es gibt also vier verschiedene Optionen und das ist wirklich super gemacht, sehr einfach und dann haben Sie tolle Arbeitsblätter. Gut, kommen wir zum Thema Sprechen. Sprechen ist natürlich auch wichtig. Und da gibt es natürlich die Methode Autogrammjäger, die ist sehr bekannt, die Methode. Viele benutzen sie sicherlich auch im Unterricht. Es geht darum, dass die Teilnehmer ein Blatt bekommen mit Fragen und sie müssen Personen finden, die Fragen mit Ja beantworten. Und wenn die Person die Frage mit Ja beantwortet hat, dann bekommen Sie natürlich auch eine Unterschrift. Ich habe auch mal eine Datei dafür vorbereitet, damit Sie sich das mal anschauen können. Autogrammjagd mündlich. So, im Chat finden Sie die Datei. Und ja, wenn Sie da einmal drauf schauen, dann sehen Sie, da gibt es verschiedene Fragen. Stehst du um 7 Uhr auf? Spielst du gern Tennis? Und so weiter und so fort. Ich habe auch auf dem Arbeitsblatt einmal die Regeln geschrieben und den Ablauf, wie das funktioniert. Das können wir leider in einer so großen Gruppe nicht ausprobieren. Aber wenn Sie Kurse haben mit 10 oder auch mit 20 Teilnehmern, dann ist das auf jeden Fall machbar. Ja, also Sie haben die Regeln hier auf dem Arbeitsblatt drauf. Nehmen Sie sich nach der Konferenz einfach Zeit und schauen Sie sich das an. Frau Wilke, es gibt eine Frage im Chat. Wie soll das online funktionieren? Ja, die Regeln stehen auf dem Arbeitsblatt drauf. Ich kann das jetzt nochmal erklären. Aber es ist natürlich abhängig, mit welchem Konferenztool Sie arbeiten. Deswegen kann ich jetzt nicht für alle Konferenztools sprechen. Aber wenn Sie zum Beispiel mit Zoom arbeiten, dann haben die Teilnehmer Breakout-Rooms, also die Arbeitsgruppen. Dort kommen Sie zu zweit rein. Ich würde es so machen, zum Beispiel Sie haben 20 Teilnehmer. Dann würde ich 10 Teilnehmer zu einem Co-Host machen, weil wenn Sie Co-Host sind, können Sie die Arbeitsräume wechseln. Das heißt, 10 sind permanent in jeweils einem Arbeitsraum und die anderen 10 wechseln zwischen den Räumen und fragen. Ja? Und sie fragen sich immer gegenseitig. Also auch die Person, die fix in einer Arbeitsgruppe ist, kann natürlich Unterschriften sammeln. Ja, das funktioniert. Man muss es natürlich beim ersten Mal ausprobieren. Man muss beim ersten Mal auch wirklich Zeit nehmen. Wenn dann die Methode klar ist, dann funktioniert das bei den nächsten Einsätzen sehr, sehr effektiv und schnell. Mhm.
Gut, ja, wie gesagt, die Ideen, wie man das umsetzen kann, ja, sind auch auf dem Arbeitsblatt drauf. Das hängt aber halt tatsächlich ein bisschen davon ab, wie die, mit welchem Konferenztool sie arbeiten. Ja, deswegen kann ich keine allgemeine Aussage machen, die für alle zutrifft. Okay, ich gehe einmal weiter. Kommen wir jetzt noch zum letzten Aspekt, hören. Ja, es gibt einen wirklich tollen Musikblog, der didaktisiert ist von einer Kollegin, die auch in Deutschland sitzt. Der heißt halt deutschmusikblog.de und dort finden Sie unglaublich viele Lieder mit Videos dazu. Und dort finden Sie halt auch immer die Arbeitsaufträge. Ja? Es gibt zum Beispiel hier ein Lied, was ich Ihnen vorstellen will, das heißt So leicht. Und von der Grammatik her ist es A1. Mit dem Modalverb können werden Fähigkeiten ausgedrückt. Das Modalverb wird konjugiert und braucht noch ein weiteres Verb im Infinitiv mit Satzende. Ja? Und dann für die A2-Lerner, ja, Sie würden sich das Lied jetzt anhören und Sie sammeln 3 bis 5 Dinge, die Laura, die das Lied singt, nicht gut kann. Ja, ich würde das Lied auch jetzt einmal abspielen. Ja, versuchen Sie einfach mal 3 bis 5 Dinge zu notieren, die Laura nicht kann. Wir werden jetzt nicht das komplette Lied hören, damit wir noch ein ganz bisschen Zeit eventuell für Fragen haben, aber um ein bisschen die Idee zu bekommen. Ich werde den Ton auch freigeben und dann einmal auf diesen. Genau, also so sieht es im Musikblog aus. Ja, also Sie können auch eingeben, für welches Niveau Sie etwas suchen. Das ist das Video. Und hier dazu gibt es die Erklärung. Und ich werde jetzt mal direkt zu YouTube wechseln und das Lied einmal abspielen. Ja? Ich werde auch den Link vorsichtshalber in den Chat stellen. Falls Sie irgendwas nicht hören sollten, dann könnten Sie einfach auf den Link gehen. Und ja, was kann denn Laura nicht? Vielleicht notieren Sie einfach mal im Chat, was haben Sie verstanden? Was fällt Laura schwer? Was kann sie nicht? Klavierspielen. Mhm. Schminken. Mhm. Genau, nicht Klavierspielen. Kann nicht pünktlich sein. Mhm. Nicht tanzen. Super. Ja, also Sie sehen, ich finde das Lied eigentlich auch wirklich sehr süß. Ja? wie gesagt, ja, das könnten dann die Teilnehmer machen. Hier habe ich also auch noch mal ein paar Optionen mitgebracht, aber das haben Sie ja alles gesagt. Und dann geht es natürlich in den eigenen Austausch. Sie könnten dann die Teilnehmer bitten, einfach mal im Plenum oder in der Gruppe oder im Chat, je nachdem, wie Ihre Optionen sind, zu sagen, was Sie denn nicht gut können. Ja, vielleicht können Sie vielleicht noch zum Abschluss einen Satz sagen, was Sie nicht gut können. Einfach im Chat schreiben. Vielleicht gibt es auch Personen, die nicht gut Klavier spielen können oder sich konzentrieren können. Schreiben Sie ruhig eine Option in den Satz, in den Chat. Entschuldigung. Ich kann nicht Auto fahren. Ich kann nicht gut singen. Die Veranstalter dieser Konferenz können nicht gut singen. Ich kann keinen Handstand machen. Ja, wunderbar. Ich kann nicht gut kochen. Aha. Kann ich backen.
Ich kann nicht fliegen. Ja, wunderbar. Genau. Ja? Also das ist auch wieder dann ein guter Anlass. Man kann natürlich auch dann noch den Liedtext den Lernern geben. Die können dann singen. Also mir wurde gesagt, dass man in den Philippinen sehr gerne singt. In der Hinsicht lohnt es sich wahrscheinlich, mit mehr Liedern zu arbeiten. Dann lernen sie auch gleich gut die Melodie, den Satzakzent und die Satzmelodie. Also ja, und Grammatik und Wortschatz. Okay, gut. Dann bin ich jetzt am Ende. Ich hoffe, ich habe das jetzt mit der Zeit richtig. Ich habe immer ein paar Nachrichten gekriegt im Chat. Jetzt wäre nochmal die Möglichkeit, auch wirklich direkt Fragen zu stellen oder auch nochmal den Austausch zu treten. Ja, Martha, gab es noch Fragen im Chat, die du... Nein, es gab keine Fragen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne die Fragen entweder schreiben oder auch einfach sagen. Okay, kommt auch nichts mehr. Es gibt ja auch die Möglichkeit, erstmal vielen Dank, Maria, für die Tausenden von super praktischen Informationen und Tools und Methoden. Und also mein super Tipp, den ich heute von dir bekommen habe, war definitiv, woran ich nie gedacht habe, die Teilnehmer zum Co-Host zu machen, sodass sie dann durch die Räume springen können. Das ist wirklich toll. Und ob man das auch bei der Basisfunktion machen kann, würde ich einfach gleich mal ausprobieren, denn ich habe auch eine Basisfunktion oder kann ja jeder mal in der Pause vielleicht und dann wisst ihr das, falls du, Maria, das nicht gerade schon weißt. Also ich kriege hier von Angelo einen Daumen hoch, das funktioniert. Meiner Meinung nach funktioniert das auch in der Basisversion. Ja, super. Wenn es nicht mit dem Browser geht, dann geht es dann auf jeden Fall in der App. Okay. Ja, es ist definitiv dann immer besser, die App zu benutzen, weil egal welcher Konferenztool, die Stabilität ist besser, die Funktionen sind auch meistens etwas umfangreicher. Erstmal danke, Maria. Ich weiß nicht, wie lange du noch dabei bleibst, aber ansonsten sehen wir uns morgen.